Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Menschen im Hohen Landtag und vor allen Dingen liebe Menschen zu Hause online an den Bildschirmen. Wasser ist die Materie und Matrix, Mutter und Medium des Lebens. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Wir wissen es, die menschliche Zelle besteht zu 60% aus Wasser. Wasser ist glücklicherweise noch ein Menschenrecht. Die Wassercharta auf Bundesebene sieht unter anderem vor, dass Österreich auch in Zukunft glücklicherweise eigenständig über seine Wasserressourcen entscheiden wird und das Wasser eine Kernkompetenz unserer Gemeinden und Wassergenossenschaften bleiben muss. Ja, noch glücklicher können wir uns schätzen, dass die Trinkwasserversorgung seit Juli 2019 auch im Verfassungsrang abgesichert wurde. Denn wir haben es schon gehört, das ist keine Selbstverständlichkeit. Viele Länder dieser Welt schaffen es nämlich leider nicht, ihre Bewohner mit sauberem Wasser zu versorgen. Und da darf ich die Frage in den Raum werfen und ein bisschen zum Reflektieren anregen, wer trägt denn überhaupt die Verantwortung für all diese Dinge? Schafft es möglicherweise diese Menschheitsfamilie nicht, jeden Menschen den sauberen Zugang zum Wasser zu sichern? Da stellt sich die Frage, wie stehen wir in dieser Gesellschaft tatsächlich mit dem Interesse einer gerechten Verteilung? Die letzten Jahre haben es gezeigt, Grundrechte sind kein Selbstläufer und so ist es auch in dieser Trinkwasserversorgungsfrage. Immer wieder hat es auf europäischer Ebene in Ländern Angriffe auf dieses Grundrecht gegeben, indem man in Form von radikalen Privatisierungen versucht hat, Versorgungsmonopole zu schaffen und aus dem Gut Wasser ein Geschäft zu machen. Bleiben wir nämlich bitte genau deswegen wachsam, trotz einer sehr restriktiven Regelung unseres Trinkwassers auf europäischer Ebene. Müssen wir uns alle gemeinsam natürlich gegen eine überbordende Privatisierung aussprechen, denn es muss uns bewusst sein, dass wir da in Österreich auf einer sehr, sehr wertvollen Ressource sitzen, nämlich auf reinem Trinkwasser. Die vorliegende Mehrjahresverpflichtung zur Finanzierung der Bodenwasserschutzberatung sichert uns in Oberösterreich den Erhalt und die kontinuierliche Kontrolle des Lebensmittelwasser und trägt zur qualitativen Arbeit unserer Landwirte bei. Daher nehmen wir sie natürlich zur Kenntnis. Herzlichen Dank.